wir laufen gerade zu Ikea mit Anusha und noch ein paar anderen Leuten kommen wir aus dem Studium. So, Kada, was machen wir denn heute? Heute Quark. Mensch. Richtig frischen Kräuter. Und welches Gewürz verwenden wir da? Kräuterquarkgewürz. Von? Just Spices. Sehr gut. Und so machen wir unseren Kräuterquark. Wir nehmen eine Packung Quark. Und ein bisschen Joghurt. Und Kräuterquarkgewürz. Dann muss ich den auch aufessen, den Quark. Boah. Warum ist der so dünn? Hast du ihn gerade frisch aufgemacht, ja, oder? Ja. Soll ich den ganz da reinhauen? Das ist ein bisschen dünn. Bisschen dünn, oder? Ups, schon zu spät. Okay. Und eine Packung Joghurt. Das ist ein leichter, mit einer Gabel ist das, glaube ich. Du machst es schon. Und wenn dann noch Salz drin ist, ist es auch schon fertig. Mm. Lecker. Und das ist Dommys Essen, aber er muss es noch schön anrichten für Instagram. Kleinen Moment. Für sein Instagram-Profil und sein Tinder-Profil. Ja, also Dommy ist auch bei Tinder, Lavu und allem. Und er kann also richtig gut. Wow. Möchte auch. Soll auch dein Gesicht drauf? Ich habe verwendet die Fertigpizza von Lidl. Toll, super. Guten Appetit, Dommy. Danke. Und so verschwindet er. Nach dem Abendbrotessen räumt Kada noch vorbildlich den Geschirrspüler aus. Wow, tolle Tasse. Schön. So, ich packe mich jetzt noch ins Bett und mache ein bisschen Zeugs. Schreibe ein paar Konzepte noch. Also ich habe schon eins geschrieben und eins will ich noch schreiben. Und gucke ein bisschen YouTube und ja, sieht aus wie Sau in meinem Bett. Naja, dann mache ich mal. So ihr Lieben, ich verabschiede mich jetzt für heute, denn ich gehe jetzt schlafen mit meinem schönen eingecremten Gesicht. Und zwar hatte ich ja so einen Schnupfen letzte Woche, deswegen habe ich auch nicht geblockt und das muss jetzt noch abheilen. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!
Hallo, ich habe jetzt gefrühstückt und jetzt mache ich mich fertig für den Tag und dann fahren wir ins Milaneo ein bisschen shoppen und ich muss meine Hose umtauschen, weil die kaputt gegangen ist oder kaputt war, weiß ich nicht. Ja. So, ich bin jetzt fertig gemacht. Ich zeige euch kurz mein Outfit. Und zwar trage ich so ein ganz normales schwarzes Shirt von H&M, meine neue Kette von H&M und meine Zara-Hose, die ich richtig toll finde. Ja, das war's. Wahrscheinlich werde ich noch die Jacke kombinieren. Aber dann war's wirklich. Sternsticht. Anusha ist jetzt auch da und sie entkettet gerade meine Kette. Hahaha. Sie entwurstet meine Kette. Yay! So, wir haben uns jetzt noch was bei Starbucks geholt. Hi, Frau Lama. Ich hole mir jetzt Sushi. So, Anusha völlig happy mit ihrem Sushi. Oh Mann. Übrigens gehen wir gleich noch Lasagne kochen, aber egal. Erst wird das Sushi tief in den Wasabi getunkt. Dann ist es dir wieder zu scharf. Uiuiui. Halleluja. Und dann? Und dann in der Sojasauce gebadet. Okay, und dann? Und dann mit einem Haps verschlungen. Und ist es scharf? Okay, cut. So, Anusha, ist immer noch angezoomt? Hä? Kaputt. Nee, das ist sogar. Ich glaub hier. Es läuft schon. Hallo? Anusha und ich haben gerade den Bus verpasst, deswegen mussten wir jetzt laufen. Also kommt mal mit. Alter, mein Ohr juckt voll. Und dann laufen wir hier immer so lang. Und Anusha hat ein richtig fancy Getränk gekauft. Ja. Wie so ein Joghurt hier oben. Ich zoome mal kurz ran. Bin schon voll gespannt, wie das ist, wenn man es aufmacht. Ja, und dann haben wir noch für unsere Lasagne eingekauft. Jetzt gehen wir nach Hause. Also los. Lauf, lauf, lauf. Schneller, mach irgendwas. Spring. Scheiße. Die Mädels sind weg und jetzt räume ich schnell auf. Sieht aus wie Sau. Und dann mache ich mich bettfertig. So, ihr Lieben, ich bin jetzt im Bett und gehe schlafen und wünsche euch eine gute Nacht. Und ich nehme euch morgen nochmal mit, weil morgen habe ich noch einen Termin beim Augenbrauenzupfen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich euch da wirklich mitnehmen kann. Aber wir werden uns noch ein bisschen in die Sonne setzen. Morgen ist noch eine WG-Party und ich glaube, das wird ganz cool, wenn ich das ein bisschen filmen kann. Also freut euch auf morgen, beziehungsweise auf in ein paar Sekunden. Und gute Nacht. Tschüss. Guten Morgen. Bei mir gibt es heute Frühstück im Bett. Zeige ich euch gleich. Und dann muss ich mich fertig machen und wir gehen Augenbrauen zupfen und legen uns in die Sonne. Weil heute ist richtig schönes Wetter. Blauer Himmel und richtig schön. Und das ist mein Frühstück. Und ich habe gestern mir noch einen Muffin bei Starbucks gekauft und gar nicht mehr gegessen. Den esse ich auch noch so nebenbei. Ja, und dabei gucke ich ein bisschen YouTube. Ich habe gerade zwei Pakete bekommen und ich weiß schon, was es ist. Wir packen mal schnell aus.
Und zwar habe ich mir endlich Bilder für meine Bilderrahmen bestellt, aber da fehlen noch 2 Stück, die kommen dann wahrscheinlich nächste Woche. Ah, freue ich mich. Blendet jetzt ein bisschen, aber so sieht das erste Bild aus. Und das sieht so schön aus. Oh. Wow. So, ich habe mich jetzt ganz schnell fertig gemacht. Das ist mein Outfit für heute. Ich habe so ein Basic-Kleid an und meine Oversize-Jacke, weil ich nicht weiß, wie warm es draußen ist. Und jetzt muss ich los. Tschüss. Anusha und ich haben uns gerade was zu essen geholt. Was ganz Neues mal. Hallo. Mal Sushi. Gab es ja schon so lange nicht mehr, ne? Nee. Hi. Hi. Anusha und ich sind jetzt im Park und besonnen uns. Wo bist denn du, Anusha? Da. Anusha und ich haben gerade festgestellt, dass ich hier die graue Seite bin und Anusha da drüben ist die schwarze Seite. Sogar mit passender schwarzer Tasche, grauer Rucksack. Ja. Perfekt. So Anusha, warum sind wir umgezogen? Uah, genau. Uah. Weil sie nur so von widerlichen Tieren wimmelt. Rabe, der fliegt immer von einem Baum zum anderen und jagt die Enten. Und jetzt sitzt er hier oben auf dem Baum. Jetzt sehe ich ihn gerade nicht. Ja, irgendwo da oben. Egal. Und wir sind im Ring von Tauben und Liebe machen Menschen. Also ich habe mir den Ausflug in den Park anders vorgestellt. So, ich bin zu Hause und ich sehe richtig fertig aus. Also das ist ja hier von meinem Schnupfen. Und ich würde behaupten, ich habe einen kleinen Sonnenbrand oder ich bin braun geworden. I don't know. Aber ich kam nach Hause und meine zweite Lieferung der Bilder war dann da. Ich habe einmal das hier noch bestellt und noch die Palmblätter. Und das hänge ich jetzt schnell auf. So, jetzt sind meine Bilder am Bett endlich fertig. Es blendet wieder. Ah, ich finde es richtig schön. Der Rest kommt dann da vorne an die Wand. Hier. Aber da muss ich mir noch Nägel holen und einen Hammer, weil wir das noch nicht haben. Und noch 2 Bilderrahmen fehlen mir. Die gab es nicht bei IKEA. Wie man einfach nichts sieht. Aber trotzdem schön. So, das habe ich jetzt auch schon mal eingerahmt. Und jetzt fehlen halt noch die Bilderrahmen für die 2 Bilder. Es ist halt so ein quadratisches und dann kommen die hier so hin. Ha, ich freue mich schon. Und in die kleinen mache ich dann so ein paar private Bilder. Oder so ein paar Motivationssprüche. Weiß ich noch nicht. Ja, das kommt alles dann hier ran. So, Anusha ist jetzt auch da und macht mir die Haare. Lockies. Und ich sind jetzt fertig gemacht. Schön. Wow. Alter, wie gut sehe ich eigentlich aus? Sorry. Na, was gibt's denn hier Leckeres? Was wohl? Was ist dieses grüne, ominöse? Ist es ominös? Ja. Ist es das? Was mag das wohl sein? Was ist es denn, Anusha? Erzähl es uns doch mal. Guacamole.